Wir haben so lange drauf gewartet, aber heute ist es einfach soweit. Fortnite Remix, also die nächste OG-Season, ist gestartet. Und die ganze schöne Erinnerung aus Chapter 2 kommen wieder hoch. Es gibt wieder die ganzen alten Waffen, die ganzen alten Städte und so weiter. Und ich bin direkt in meine erste Runde reingegangen, meine Freunde. Und wie meine Reaktion war und wie ich so klar kam, das seht ihr heute hier alles in diesem Video. Und ich will jetzt hier wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, meine Freunde. Wir starten direkt rein. Lasst unbedingt jetzt zur OG-Season einen fetten Daumen nach oben da für den Support. Würde mich extrem freuen und natürlich auch gerne den Kanal jetzt abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn zur OG-Season wird maximal Content kommen, Jungs. Also abonniert rein und Jungs, jetzt zum Start der neuen Season. Würde es mich übertrieben supporten, wenn ihr einmal kurz in den IT-Shop geht, dann unten auf Unterstützer einen Creator und dort dann in 2 Sekunden mein Creator-Code Rubix eintragt. Vor allem jetzt zum Start der Season supportet mich das übertrieben krass, Jungs, wenn ihr den Creator-Code einträgt. Deswegen wirklich danke an jeden Einzelnen, der den Creator-Code Rubix im IT-Shop stehen hat. Ihr seid alle Macher, Junge. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt rein in Fortnite Remix. Okay, ey, ich komm rein, Junge. Warte, ich schlage durch. Let's go. Junge, ich glaube wirklich, Jungs, das ist das krasseste, glaube ich, was ich jemals in Fortnite erleben werde, Bruder. Stimme versagt schon. Voice Crack seit August. Okay. Wir sind drin im Fortnite Remix, Junge. Fortnite Chapter 2. Wir kriegen hier schon mal dicke Items. Let's go. Schmeckt alles schön. V-Bucks. Boah, nehme ich, Alter. Let's go. Okay. 400 V-Bucks auf der Uhr. Battle Pass. Reicht nicht. Arme Mann. Aber guck mal, was wir jetzt hier im Spind haben, Bruder. Fortnite hat gegönnt. Guckt euch an hier. Warte. Bam. Hier dicke Snoop Dogg, Bruder. Der Bray wird ausgepackt. Guck mal, wie fresh der ist mit seiner Sonnenbrille, Alter. So, die V-Bucks sind aufgeladen, Junge. Erstmal jetzt hier schön den Battle Pass gönnen, Bruder. Natürlich, ganz, ganz wichtig, Jungs, mit Creator-Code Rubix. Alter, wenn ihr mich unterstützen wollt, ne? Ganz schnell kurz, ich erwähne es gerne zweimal hier in diesem Video. Einfach ganz schnell Creator-Code Rubix eintragen, meine Freunde. Wenn ihr euren Bruder Rubix unterstützen wollt, ehrlich, ich freue mich darüber übertrieben. Supportet mich sehr, ich danke euch wirklich vom Herzen. An alle, die den Creator-Code eintragen, also ehrlich, krasseren Support könnt ihr mir gefühlt nicht geben. So, genug gelabert, Battle Pass holen und dann direkt in die erste Runde rein, okay? Zack, zack, bam. Oh, warte, eine Mucke, Alter. Let's go. Stabilität, Battle Pass freigeschaltet, let's go. Wichtig. Und jetzt gehen wir in die Runde rein. Den Skin spiele ich aber nicht, obwohl er fresh ist. Leg mir mal. Bevor wir jetzt in die Runde reingehen, Jungs, denkt dran, ich werde heute um 18 Uhr auf Twitch live kommen. Ich habe über einen Monat nicht gestreamt und das wird ein richtig geiler Stream, ich bin mir sicher. Twitch Rubix kommt vorbei heute 18 Uhr und ich werde jetzt generell diesen Monat so viel streamen, ihr glaubt gar nicht. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Link ist in der Beschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein, Junge. Let's go. Okay, wir sind drin, Junge. Ey, es leckt alles, Digga. Was ist das für Lecks? Okay, das ist gerade crazy, Bruder. Aber Grafik, allein Grafik sieht schon mal komplett anders aus. Guck mal, die Starter-Lobby, Bruder. Alles anders. Digga, sah Chapter 2 Starter-Lobby so aus. Ich erinnere mich gar nicht. Aber Junge, guck die Map an jetzt, Digga. Oh, Junge. Junge, was eine Map. Ich schwöre, das war, also für mich persönlich wirklich Chapter 2 Map über Chapter 1 Map. Ist mir egal, was ihr sagt. Das ist meine Meinung, Bruder. Wo landen wir erste Runde? Ich weiß ganz genau, wo ich erste Runde lande, Bruder. Ich habe da gar keine Zweifel. Kann mal die Runde starten, Bruder. Ich bin so ungeduldig. Bitte. Oha, Tommy Gun. Guck mal, wir können hier ein paar bisschen Waffen sehen. Tommy Gun ist drin. Normale sogar. Also gibt anscheinend nicht nur die mythische. Stabil. Macht auch gut Damage. Was gibt's hier noch? Normaler Eier. Geil. Pistol, okay. Oh, Maschinenpistole normal gibt's auch. Interessant. Guck mal, er hat die Tag, Bruder. Also, Jungs, diese Waffen, ne? Wieder dieses Feeling, einfach wieder in OG Fortnite zu sein. Oder genau wie vor einem Jahr und nochmal 10-mal geiler in meinen Augen. Heidi, Junge, endlich startet die Lobby, Alter. Wie lange hat das gedauert? So, wir sind drin. Guckt euch die Map an, Junge. Guckt euch die Map an, Bruder. Wir landen jetzt. Ich weiß ganz genau, wo ich lande. Wirklich, Jungs. Ich hab's gerade schon gesagt. Ich weiß ganz genau, wo ich lande. Es gibt für mich da keine Zweifel. Und wenn ihr mich gut kennt, wisst ihr auch, wo ich lande. Und zwar landen wir in... Oh, Lake, das Urgroßvater. Wir landen in Lazy Lake, Bruder. Meine Hut. Ich schwöre es dir, da bin ich öfter gelandet. Ich kenne mich da, also ich kenne mich da besser aus als bei mir zu Hause. So ein Ding ist das. Ich kläre jetzt, Jungs. Passt auf, ich kläre das jetzt. Ich weiß ganz genau, wo ich lande hier. Passt auf, passt auf, passt auf. Dieses Gebäude hat damals wirklich mir gehört, Bruder. Das gehört jetzt mir wieder. Ich werde da wieder landen. Ich habe zwar jetzt nicht den besten Drop, aber reicht. Wird reichen, oder? Ich stand da, Digga. Ist mir scheißegal. Pump, pump, Junge. Schmeckt. Ey, die haben das Gebäude verändert. Ich schwöre, das war nicht so. Das Gebäude ist anders, Jungs. Das ist das OG-OG-Gebäude hier. Okay, das ist anders, Jungs. Ich kenne mich wohl noch nicht so gut aus, Bruder. Ey, ist das geil, ne? Guckt euch das an hier, Alter. Einmal hier ein bisschen Sachen gestapelt. Ey, wie kommt einer? Chill. Oh mein Gott. Ich darf nicht sterben. Ganz kurz hier. Ey, ich komme gerade nicht klar. Eine Überforderung sein Urgroßvater, ne? Ehrlich, was passiert hier? Okay, warte. Digga, diese Teile, die gibt's hier auch. Aber da kommen nur Pilze raus, okay? Eigentlich kommen da doch Slurps raus, oder nicht? Boah, dieses Gebäude, legendär, ne? Legendär Status erreicht. Ah, da ist einer. Let's go, Schappin. Erster Kill. Erster Kill. Weg. Ich muss mich quick healen, ne? Das war voll knapp. Ey, die Lebensanzeige ist jetzt unten links, Bro. What? Das ist ja alles anders jetzt hier. Bruder, ich muss erstmal alles auf mich wirken lassen, ne? Also Waffen schon mal 1 plus mit Sternchen, ne? So wie ich es erwartet habe, aber. Schöne, leckere, entspannte Waffen mit Hitscan. Nicht diese ekligen Waffen aus Chapter 5. Ich hoffe, die sehen wir nie wieder, Alter. Hier schön diese Classic-Waffen, Bruder. Das bockt doch übertrieben jetzt hier schon von Anfang an. Ist das geil, Junge. Ist das geil, Junge. Ey, ich schwöre, das wird so bocken, Bruder. Ich weiß jetzt schon, was mich alles erwartet gefühlt, Digga. Also das kann nur Spaß machen. Vertrau mir. Was ich hier gerade in meinem Inventar sehe, Crash, sind das die normalen oder
was sind das? Das sind die großen! Nein! Das sind die großen Crashmans, Bruder! Junge, wie geil einfach! Die großen Crashmans, Jungs, damit werden wir solche Plays machen. Gleich, ne, pass auf. Ich brauche noch kurz ein bisschen mehr Loot und ich muss Crashmans nochmal finden. Ich hatte nur eins. Vercheckt. Scheiße, Digga. Boah, es sind 70 Leute. Ich dachte, es wird jeder erste Runde sterben. Es sind noch 70 Leute. What the fuck? C4? Riesiger als mein Arsch. Oh mein Gott, der macht. Der macht Stinkgranaten. Ey, ich brauche Loot, Junge. Ich finde kein Schild die ganze Zeit. Hier mach Schild. Das ist hier eine Chest, jawohl. Ey, kein Schild, ne? Es gibt kein Schild wieder. Das ist ja krass, Digga. Ey, es sieht alles genauso aus wie damals, ne? Also natürlich jetzt ein bisschen andere Grafik, so auf Chapter 5 Grafik angelegt, beziehungsweise Performance-Modus. Aber Bro, totgeil. Ich schwöre es euch. Jetzt haben wir aber wirklich ein kleines Problem, Jungs. Ich habe kein vernünftiges Schild. Hier liegt aber Minis. Habe ich die übersehen, oder was? Immerhin etwas. Also ich glaube, Schild gibt's echt ein bisschen begrenzt, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Oh, Schutzpolster, let's go. Okay, man kriegt nur eins, Alter. Wenn man findet, kriegt man nur eins. Okay, Jungs, damit machen wir jetzt Play des Grounds, ja? Pass auf. Soll ich erstmal weggehen? Ich will halt nicht sterben, Junge. Ich will Schild haben. Okay, das ist ein Bot, glaube ich, ne? Ja, das ist ein Bot. Boah, der hat einen Chuck-Chuck, Bruder. Eieiei. Chuck-Chuck gab's auch damals? Ich glaube, der kommt hier. Warte mal, ich muss Biggie kurz trinken. Okay, Biggies sind aber so wie heutzutage. Also man kann dabei laufen und so. Es ist einfach Chapter 2 wie damals, nur mit den geilen Features aus Chapter 5 und so. Digga, totgeil. Genau so, wie ich es erwartet habe, Bruder. Wenn nicht besser. Er macht Granaten auf mich. Wieso? Wo ist er? Es leckt ein bisschen. Wo ist der Bre, Alter? Schickt er sich hier wie so ein Sibi, Alter? Wo ist er? Hallo? Wo ist er denn? Der ist über mir einfach. 90, stabil. Ey, ich bin gerade so arsch, ne? Ich habe ihn noch nicht eingespielt, Jungs. Ja, wo ist der denn, Bruder? Ich bin unsichtbar. Er ist unsichtbar oder so. Er ist hier reingegangen. Boah, weg mit dir, Bro. Boah, jetzt einen dicken Chuck-Chuck reinballern, Bruder. Das bockt doch. Let's go. Ey, es gab Chuck-Chuck in Chapter 2. Habe ich irgendwas verpasst, Bruder? Wusste ich gar nicht. Ja, geil, Bruder. Nehme ich. Ey, ich will hier auf jeden Fall noch in der Runde Tommy Gun oder so bekommen. Ich will es noch wissen, Bruder. Tommy Gun und so, ich will das noch probieren. Weil das ist ja neu. Das Geile ist, Jungs, es ist nicht original Chapter 2 wie damals, sondern es gibt halt auch ein paar neue Sachen so. Das ist halt für so die ganzen OG-Spieler. Finde ich auch ganz geil, dass es ein paar neue Sachen gibt. Weil es nicht nur das alte Feeling so, sondern auch ein bisschen was Neues. So ein bisschen neue Frische rein. Also es gibt viele, die das nicht feiern. Ich persönlich, Bruder, ich feiere das komplett. Das ist doch viel geiler, wenn es ein paar neue Sachen auch gibt. Dann ist das sowohl für die neuen Spieler als auch für die alten Spieler geil. Checkt ihr, wie ich meine? Ey, also, Jungs, jetzt gehen wir einen Weg entlang, ne? Und also dieser Weg ist nostalgischer als alles andere, Bruder. Dieser See, ne? Ich schwöre, den habe ich ja... Ich habe ja schon mal Chapter 2 gespielt auf dem privaten Server. Vielleicht habt ihr das Video ja gesehen. Und jetzt einfach im originalen Spiel, Bruder. In original Chapter 2, Bruder. Let's go, hier runter. Schärfer wäre zugebaut gewesen. Ich hätte gemeint. Also, Bruder, ich muss dazu nichts sagen. Lasst es auf euch wirken, Jungs. Wie schön das ist hier, ne? Wäre das eine Person, würde ich es küssen, Alter. Das ist hier so schön. Okay, weiter geht's, Jungs. Ey, Rift einfach hier, lol. Ah, da ist ein Gegner. Komm, den pushen wir direkt. Komm her, du Sibi, Alter. Bleib mal stehen. Er hat Grappler. What? Was für Grappler, Bruder? Seit wann gibt's... Ey, Jungs. Er hat Grappler. Hat er diesen Infinity Grappler? Diesen mythischen? Ich glaube nicht, ne? Oh, guck mal, der jumpt da rum wie so ein Architekt, Junge. Ah, die Feinde da. Hä? Er hat einen Knock. Ach so. 80er, okay. Interessant. Port to Port, okay. Ey, Bruder, ich bin gerade so arsch, ne? Nein. Let's go. Shit on, Bruder. Diese Waffen sind so geil, ne? Ich schwöre es euch. Viel geiler als in Chapter 5. Ich schwöre, es gibt nicht eine Waffe, die daran rankommt, die in Chapter 5 drin war. Ich schwöre es euch. Ehrlich. Real talk. Nicht eine Waffe in meinen Augen. Boah, ist das geil, Junge. Ey, hier unten ist einer. Sind das Bots, Digga? Hier gibt's Bots oder was? Lol. Guck mal hier. Ah, das ist ein Gegner. Das war ein Gegner, Bruder. Lol, was macht der denn hier, Alter? Und noch einer. Okay, interessant, interessant. Jetzt fängt das Sventen an, Bruder. Das Sventen fängt an. Hier sind zwei, drei Leute. Ja, meine Hände sind so kalt, ne? Hab ich? Okay, okay, okay. Das ist ein Fisch, Bruder. Das ist ein Fisch. Komm her, Bruder. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ne? Das ist ein Fisch. Ey. Kommt noch einer. Kommt noch einer. Ich muss hier aufpassen.
Hab ich? Okay, gut. Ey, Lootpool ist schön übersichtlich, ne? Das gefällt mir so gut, Bruder. Boah, der Beat beim Levelaufstieg. Hört ihr das? Geil. Aber hier ist noch einer, Bruder. Hier ist noch einer. Ich hab doch was gehört gerade. Oder bin ich schon? Hat doch jemand gebaut. Oder hab ich mir das eingebildet? Ich glaube, hab ich mir eingebildet. Bro, soll ich Tag spielen? Ich habe eigentlich auch so Bock auf Tag, ne? Aber, Bruder, ein paar Schellen verteilen ist wichtiger. Ey, ich habe immer noch mein Crashband nicht benutzt, ne? Ich muss das jetzt mal benutzen. Ey, Jungs, wie geil wäre das, wenn ich jetzt hier direkt erste Runde gewinne, ne? Lass mal darauf tryen. Ich will's wirklich. Also, Feeling ist echt geil. Es gefällt mir echt besser als das Feeling auf der OG-Map. Real Talk. Also, jetzt auch mit dem Performance-Modus. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich hatte das Gefühl, auf der OG-OG-Map, also auf der Chapter 1-Map, sah das alles immer so ein bisschen wie eine Creative-Map aus, teilweise, weil da gab's kein Wasser und alles. Aber hier gibt's jetzt zum Beispiel Wasser. Und das macht das alles so lebendiger, habe ich das Gefühl. Also, es bockt schon, Bruder. Ich muss aber jetzt Richtung Agency, das ist mein Ziel. Ich will da hinkommen. Ich will mir das einmal abchecken. Weil guck mal, wie das von Weitem allein aussieht, ne? Sexy, Junge. Und wer bist du hier im Wasser? Ey, das ist echt der Gegner, glaube ich. Hallo? Okay, das ist, glaube ich, doch kein echter Gegner, habe ich. Also, was halt echt Bock, Bruder, ist halt, dass man taktisch sprinten kann, dass man klettern kann, dass man diese ganzen Kopfschmerzen nicht hat, die man damals hatte, weil man so langsam war. Also, damals wusste man ja nicht, dass es so, dass solche Sachen reinkommen, aber ich bin euch ganz ehrlich, hätten die das jetzt wieder zu OG-Season entfernt, dieses Klettern, dieses taktisch sprinten und so. Ich bin mir sicher, Bruder, es hätte nicht so gebockt, weil wir sind mittlerweile so daran gewöhnt und jetzt sind wir in der legendären Area angekommen. Bis in der neuen Version. Dog Pound heißt das hier. Dog Pound, Snoop Dogg, Bruder. Ich bin Snoop Dogg Skinny, Alter. Ich claim jetzt hier meinen Ort hier. Guck mal, das ist eine sogar. Sehen? Was hat der da? Er hat einen Spaß. Oh! Was passiert hier, Digga? Ich hab ihn, Digga. Shit on. Er hat einen Spaß. Er hat alles. Was ist das, Digga? Hä? Hallo? Okay, warte. Hä? Digga, TNT, das Kaboom-Bogen gibt's hier einfach. Okay. Ist das krass? Ich erinnere mich daran gar nicht. Okay. Digga, er hat einfach mythische Seite, Alter. Woher? Aus welchem Arsch hat er das gezogen? Sorry, Bruder. Testen wir natürlich auch aus. Ey, aber ich nehme Crashbits mit, Bruder. Ich nehme nur zwei Biggies mit. Ist mir so egal. Was ich mich gerade noch frage, gibt's auch Leben pro Kill? Ich glaube nicht, ne? Haben die wieder entfernt, Alter. Wird das ein bisschen L. Aber Junge, meckern auf hohem Niveau. Ich sag's euch ehrlich. Was gibt's hier noch? Ich sehe random Items. Doppel-G-Bombe. Ja, geil, Bruder. Ja, geil. Okay. Ey, ihr seht's innen genau gleich aus. Also, es ist nur in goldener Version. Guck mal, es ist alles so ein bisschen, ja, Gold gemacht. Guck mal, der dicke Hund hier, Alter, wie der hier sitzt. Dem geht's gut, glaube ich. Mit der dicken Sonnenbrille wieder, Alter. Okay, gefällt mir, Bruder. Also, erster Eindruck. Digga, 10 von 10. Ich schwöre, es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Real Talk, ich habe nichts zu bemängeln bis jetzt. Allein, dass diese Crashbats die normalen Crashbats sind und nicht diese kleinen Mini-Crashbats. Bruder, das macht schon so einen Unterschied für mich. Weil ich konnte das jetzt bis jetzt noch nicht testen, aber damit kann man so geile Plays machen. Ist das geil, Junge. Autos gibt's auch, okay? Guckt euch mein Loot an, Junge. Das ist der Premium-Loot, den ich immer haben wollte in meinem Leben. Ey, aber Jungs, checkt ihr gerade, wo wir gerade hinlaufen. Oh. Check dir gerade, wo wir hinlaufen, wollte ich sagen. Wir laufen nach Salty Springs, Bruder. Oh, legendäre Area. Ich muss auch mal rein. Gab's auch auf der alten natürlich. Also auf der Chapter 1 Map. Aber jetzt hier nochmal abchecken, ja? Wie die Lage ist. Oh, guck mal jetzt. Warte. Was? Wie geht das denn? 150 schmeckt. Ich geh den gleich pushen. Ich muss so Biggie trinken vorher. Grappler, Alter. Okay, Grappler gibt's überall. Ich glaube, weil es sonst keine Mobility gäbe, haben die Grappler reingemacht. Wir gehen jetzt den Bremer hier besuchen. Ey. Du komischer Loser, ne? Oh, er kommt. Okay, der ist ein bisschen aggressiv unterwegs, der Bray. Ich merke schon. Ich frage mich, bringt die wieder eine Spaß zu 200? Also, gib die 200. Müssen wir mal austesten, ja? Okay, 119. Ey, so geil, Junge! Ey, das ist so gut, ne? Ich schwöre, das ist so gut. Ey, Rocket Launcher, oh mein Gott. Ist das geil, ne? Ich schwöre, Jungs, ich schwöre mich wieder wie in meiner Kindheit, Bruder. Corona Prime. Lockdown, Lockdown-Zeit. Liegt hier noch irgendwas rum? Ich habe jetzt nicht richtig abgecheckt. Hat der irgendwas Interessantes? Er hat ohne Spaß, ne? Warte. Schaliska. Okay, interessant. Was ist hier? Stinkbombe. Ey, wir müssen den Bogen eigentlich weiter mitnehmen, ne? Aber der ist jetzt gar nicht so besonders. Ich dachte, der kann irgendwas Krasses. Ah, guck mal, da kommt einer. Ey! Ich habe mich verklickt, Bruder. Nein, nein, nein. Ich höre nichts, Digga. Vorne macht Beat. Let's go. Ich hab ihn, Bruder. Wichtig. Ja, Lebenbrücke gibt's nicht, Bruder. Ich seh's gerade. Lebenbrücke gibt's nicht. NSK, Junge. NSKali. Let's go. Also, Lootpool könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. 10 von 10, 20 von 10, 50 von 10, Bruder. Das, also, besser geht's nicht, Digga. Es gibt keinen geileren Loot in meinen Augen. Also, Spaß, NSK und ein bisschen so anderes Zeug. Schön clean, schön entspannt. Alles Hitscan-Waffen, nicht so auf realistisch angelehnt. Was will man mehr, Bruder? Ehrlich, was will man mehr? Top 4. Ich gewinne die erste Runde. 11 Kills, Digga. Was bin ich für ein Goat geworden? Ich sag doch, Ruby. Ey, hab ich nicht letztes Video gesagt? Ruby's Prime kommt Chapter 2 wieder. Junge, ich bin back, Bruder. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ihr Säcke, Alter? Digga, das läuft richtig gut für erste Runde. Natürlich ist jetzt hier kein Ranked oder so, ne? Wir wollen ja auch nicht direkt übertreiben, so. Aber erstmal für erste Runde einspielen. Läuft super, Bruder. Was gibt's hier jetzt so Schönes? Einfach Automaten wieder zurück. Digga, schon mit dicke Fische, Alter.
2 Stück. Nehme ich. So. Boah. Geil. Okay, nochmal den Bogen aussetzen. Warte mal, hier oben ist einer, glaube ich. Ey, wo ist der Typ mit Tommy Gun und so? Ich will eigentlich die Tommy Gun haben. Ey, hallo. Was war das denn? Oh mein Gott, der ist Ronaldo, Digga. Der hat die Tommy Gun. Ich merk's erst jetzt. Digga, wie schnell ist sie? Der ist Ronaldo, der Typ. Ich muss sie töten. Nein. Wo ist er? Digga, ich war so am Shaken, ne? Alter, ich wollte nicht sterben. Let's go. Wichtig, 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 Jungs, wichtig. Er hat die Tommy Gun, Junge! Oh, was war... Hä? Snoop Dogg auf einmal am Rappen oder so. Was war das für Beat, Alter? Ich kann ihn nichts mehr aufheben. Gegenstandslimit erreicht, ja cool. Ich kann nichts aufheben, Jungs. Kaputt. Okay. Egal, wir trinken dann eine Biggie, Alter. One-on-one schon. Ey, ich kann nur gegen einen Typen Minigun, Tommy Gun ausprobieren. Das ist ein bisschen Lash, Bruder. Egal. Warte mal, kurz einmal sprayen. Digga, wie schnell, wie schnell. Ey, ich schwöre, das ist zu OP. Digga, das ist ja totschnell. Das ist genau wie damals, ich schwöre es euch. Guck mal. Seht ihr das? Bro, das ist crazy. Okay. Ey, Junge, ich bin so im Film gerade, ne, Alter. Was geht hier ab, Alter? Ey, ich höre, die Tommy Gun ist genau wie damals, oder nicht? Guck mal hier, Damage, 25 Schaden. Schussrate 10, Magazingröße 40. Nachladen 2. Digga, aber das steht nicht, wie viel Headshot-Damage das macht. Wenn das 40 Headshot macht, Bruder, dann ist genau wie damals, oder nicht? Bro, das ist krass. Guck, wie schnell die schießt, Bro. Das Controller-Waffe ist ein Urgroßonkel. Ey, Digga, das ist ja... Ey, die haben ja richtig auf die Kacke gehauen, ne? Fortnite, wer hier hatet, Bruder, der hat keine Ahnung vom Game. Der hatet Fortnite immer aus Prinzip. Ich schwöre es euch, das ist ja totgeil. Das ist ja so gut gemacht. Also, Jungs, ihr könnt mir mal jetzt gerne an dieser Stelle eure Meinung in die Kommentare schreiben, falls ihr schon gespielt habt oder jetzt allein vom Video, wenn ihr das Video hier gerade seht. Oh, der schießt auf mich. Aber, Bruder, also... Für mich macht echt krassen Eindruck. Warte. Er ist Grappler. Und das ist ja noch nicht alles, ne? Es wird noch krassere Sachen kommen. Ich darf jetzt nicht verlieren. Warte mal, jetzt Fokus, Digga. Fokus, 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 Fokus. Ich hab Highground schon mal. Das ist ganz gut. Wer ist das da hin? Okay, warte. Digga, es funktioniert einfach noch, ne? Es funktioniert genau wie damals. Okay, jetzt. Ich darf nicht verlieren. Er ist nicht schlecht, Digga. Okay, interessant. Ich darf nicht verlieren, Jungs. Ich darf nicht verlieren. Fokus, komplett Fokus. Wenn ich verliere, peinlich, Bruder. Er ist richtig am Safe spielen, ne? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht gut, Jungs. Nicht gut. Ich habe kein Heal mehr. Er hat Safe Heal. Ich muss rein. Ich muss rein. Ey, Mann, er spielt aber auch sehr komisch, Mann. Ey, er spielt wie ein Opfer, ne? 25 geht nochmal. Der spielt mir zu safe, Digga. Und ich habe gleich auch keine Metz mehr. Wir müssen Zone. Digga, das sieht nicht gut aus gerade. Ich bin euch ganz ehrlich, Digga. Er geht Zone. Ich habe kein Leben mehr. Das war's, glaube ich. Nein, Digga. Richtig, Junge. Erste Runde, erster Win. Was wollt ihr eigentlich, Bruder? Rubik's Prime kommt dieses Season so back, Digga. Ich hab so Bock, Bruder. Ich werde dieses Spiel totgrind dieses Season, ne? 30 Tage Fortnite Prime Shimmy einfach, Digga. Let's fucking go, Bruder. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Diese Season kommt Content. Das habt ihr noch nicht gesehen, Alter. Danke fürs Zuschauen, Jungs. Denkt an Creator Code Rubik's, wenn ihr Macher seid, Junge. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt. Wenn ihr euren Bruder feiert, Junge. Tut mir diesen Gefallen. Tragt einfach auf Stelle Welle Creator Code Rubik's ein. Egal, ob ihr euch was kauft oder nicht. Wenn ihr Battle Pass holt, umso besser. Supportet mich unfassbar krass, Jungs. Ehrlich. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Fortnite Prime is back, Junge.